die Beobachtungsliste jetzt gerade angesehen und da bin ich drauf gekommen, dass wir wirklich 3 von 5 Spielern bekommen haben. Und den hier haben wir für 250 Münzen erboten. Jungs, der ist einfach mal 1900 Münzen wert. Und den stellen wir jetzt rauf für 1600, dass auch schnell gekauft wird. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp. Und heute habe ich eine Methode am Start, die es eigentlich schon ziemlich lange gibt, aber die ich noch nicht auf meinem Channel gebracht habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hau das Ganze einfach mal raus. Und ja, Freunde, falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, dann lasst mir immer einen Daumen nach oben da. Und dann starten wir auch direkt rein. Es geht wieder mal um die Squad-Building-Challenges. Ihr müsst wissen, in FIFA 17 macht ihr durch die Squad-Building-Challenges am meisten Coins. Die alten Methoden, zum Beispiel jetzt irgendwie Stürmer zu ZOM umwandeln oder so, also umgewandelte Karten zu kaufen zum Beispiel, die gehen nicht mal allzu gut. So aktuelle Trading-Tipps mit den Squad-Building-Challenges gehen eigentlich am besten, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Und deswegen machen wir heute wieder einen aktuellen Trading-Tipp. Und zwar gibt es hier bei den Ligen mittlerweile schon 8 Ligen, die man sozusagen hier bauen kann. Und da kann ich euch auch die Seite Footbin empfehlen. Ich kriege dafür kein Geld oder so, das ist keine Produktplatzierung, sondern ich möchte euch die nur empfehlen, denn da könnt ihr direkt sehen, wie viele Coins ihr mindestens für diese, beziehungsweise wie viele Coins ihr ungefähr für diese Squad-Building-Challenges ausgeben müsst. Und dann könnt ihr eben abwiegen, ob sich das lohnt oder eben nicht. Und ja, wir haben hier eben, wie gesagt, diese 8 Ligen. Und die suchen wir jetzt einfach mal auf dem Transfermarkt. Und zwar sind die natürlich alle, also die Spieler dieser Ligen sind natürlich alle ein bisschen gestiegen. Das ist doch klar, wenn eine Squad-Building-Challenge draußen ist, wenn man da Preise kriegt, dann steigen die natürlich im Preis, die Spieler. Und ja, dann gehen wir einfach auf Silber, denn Gold geht nicht allzu gut. Denn ihr müsst euch vorstellen, Non-Rare-Goldspieler und Goldspieler allgemein werden ja viel öfter gezogen. Ich meine, hast du selbst schon mal ein Silber-Pack einfach so geöffnet? Wahrscheinlich schon, aber nicht so viele wie Gold-Packs. Also ihr wisst schon, wie ich das meine. Gold-Packs werden natürlich allgemein öfter gezogen. Deswegen gibt es mehr Goldspieler auf dem Markt und deswegen sind die nicht so teuer, weil die eben nicht so selten sind, sage ich einfach mal. Und ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, wenn ihr allgemein immer Fragen habt, dann schreibt mir die auch in die Kommentare. Und ja, dann starten wir direkt rein mal mit der mexikanischen Liga. Da gehen wir auf 200. Da gibt es einen Spieler und den nehmen wir einfach direkt mit. Schade, der wurde uns weggekauft. Und ich möchte euch das Ganze jetzt einfach mal ganz ruhig erklären. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie das Video so kurz wie möglich halten, sondern ich möchte euch das jetzt mal wirklich ausführlich erklären. Und zwar gehen wir hier einfach mal auf 300 und dann finden wir ja so ein paar Spieler einfach. Und was ihr dann machen könnt, ihr könnt auf den Preisvergleich gehen und einfach mal schauen, ob die Spieler ein bisschen mehr wert sind. Der hier wäre bei 500, 400 war hier noch, 350, okay, das zahlt sich nicht mehr wirklich aus. Das heißt, den würde ich nicht mitnehmen. Ich würde euch allgemein raten, dass ihr Spieler ab der 50. Minute erst kauft. Also nicht irgendwie welche ab der 30. Die bei der 30. sind, sondern wirklich so, die schon ein bisschen, die erst reingekommen sind, sage ich jetzt einfach mal. So, der hier 600. Ja, das ist zum Beispiel ein gutes Schnäppchen. Das ist ein gutes Beispiel. Den kann man für 550 Münzen verkaufen. Den kaufen wir für 350 Münzen. Also ihr habt auch wirklich keinen Stress. Und den stellen wir einfach direkt wieder rein für 550 Münzen. Der wird sich nach 1 bis 2 Stunden noch verkaufen. Und das ist eigentlich auch schon die Methode. Und das machen wir jetzt natürlich auch noch mit anderen Ligen, mit anderen Positionen und so weiter und so fort. Also ihr könnt das auch mit Verteidigern machen. Den Verteidiger, also beim Filter sozusagen Verteidiger reingeben. Denn Verteidiger sind allgemein immer mehr wert. Und deswegen ja, finden wir ja auch bei 350 keinen, sondern erst ab 400. Und das sind dann auch die ersten Spieler und der ist zu 100% mehr wert. Denn das ist ein Rechtsverteidiger und Außenverteidiger sind allgemein mehr wert, den wir hier für 250 bekommen. Und ja, dann gehen wir hier direkt wieder auf den Preisvergleich und ihr seht schon, 950, oha, der ist einfach mal 950 Münzen wert, den stellen wir für, ja, für 900 Münzen rein. Also ihr müsst da wirklich auch ein bisschen Geduld haben, denn die Spieler sind natürlich nicht allzu beliebt. Aber wenn eben einer die Squad-Building-Challenge macht, dann braucht ihr diese Spieler unbedingt. Und deswegen werden die auch gekauft. Aber das kann halt schon bis zu 2-3 Stunden dauern. Und das ist einfach mal ein mega gutes Beispiel. Wir machen hier einen wahnsinnig guten Gewinn. Und ja, dann machen wir einfach noch ein bisschen weiter, denn ich finde, das bockt richtig hier mit diesen Karten zu traden, weil man da einfach richtig schnell Coins macht und weil das eine interessante Methode ist. Den hier nehmen wir auch direkt mit, wieder für 350 Coins haben wir, oder vorhin war es 250 Coins, jetzt 350 Coins. Schauen wir einfach auch direkt wieder nach, 800 war das billigste und da sehen wir auch schon wieder, das ist ein wahnsinnig guter Gewinn, 750 Münzen für so viel können wir verkaufen. Und ja, Freunde, das ist eigentlich auch die Trading-Methode. Falls ihr dazu jetzt irgendwelche Fragen habt, falls euch jetzt schon irgendwas einfällt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde das jetzt noch mit den anderen Ligen ein bisschen machen. Wir gehen einfach weiter in die portugiesische Liga. Da geht das mit den Verteidigern auch besonders gut. Also den Filter-Verteidiger kann ich euch schon nur empfehlen. Ja, vielleicht ist da was dabei. 500. Ja, okay, der ist bei 600 schon hier. Ja, die werden nicht wirklich viel günstiger sein. Der hier könnte was wert sein. 550 war hier der günstigste.
Ah, 600, nein. Schade, das ist leider kein Gewinn. Aber wir versuchen vielleicht versuchen jetzt nochmal Spieler zu suchen. Vielleicht sind jetzt neue dabei. Sieht nicht so aus. Ja, der vielleicht 550 als Rechtsverteidiger. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, die Außenverteidiger zu suchen, denn die sind meistens nochmal ein bisschen mehr wert. Okay, dann gehen wir mal den Filter weg. Also den Verteidigerfilter sage ich jetzt einfach mal. Und dann suchen wir hier für 400 und schauen einfach, ob da hinten irgendwas dabei ist. Also ich rate euch da wirklich bis zu 59 eigentlich nach hinten zu gehen. Der hier könnte was wert sein. 300, 550, ja 450. Der ist nicht wirklich viel mehr wert. Ja, Stürmer sind allgemein nicht so viel wert. Also hier ist nicht wirklich was dabei, meiner Meinung nach. Aber wir können nochmal ein bisschen suchen. Vielleicht ist jetzt was Neues dabei. Nein, nicht wirklich. Okay, also das war jetzt gerade nicht ganz so erfolgreich, aber wie gesagt, also das könnt ihr wirklich mit allen Ligen machen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Das ist eben auch das Gute, dass das jetzt nicht alle gleichzeitig machen mit derselben Liga, sondern dass ihr euch da wirklich eine Liga aussucht und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderer genau dieselbe Liga gerade macht, nicht so hoch. Und ja, das Ganze geht auch mit der MLS natürlich. Da könnt ihr das Ganze wieder mit dem Verteidigungsfilter machen. Ja, da waren wir bei 500 vorhin beim Filter. Ja, der hier, ja, der ist nicht wirklich mehr wert. Okay, da ist jetzt nicht wirklich was dabei. Ich versuche das Ganze noch ein bisschen günstiger zu machen. Ihr könnt natürlich auch so weit runtergehen, dass ihr wirklich snipen müsst. Also, dass ihr wirklich dauernd anpassen müsst. Also, ihr wisst schon, wie ich das meine. Also, dass ihr jetzt hier auf 300 runtergeht. Okay, da gibt es noch welche. Den könnten wir uns eigentlich mitnehmen für 250 und dann einfach für 350 reinstellen und warten, bis er sich verkauft. Aber das will ich jetzt nicht machen. Ah, der hier könnte was wert sein. Ja, den nehmen wir einfach mal mit. 300 Coins. Wieso nicht? Dann schauen wir jetzt einfach mal, was er so wert ist. Ich hatte jetzt Angst, dass er mir weggekauft wird, deswegen habe ich ihn einfach schnell gekauft. 800 Münzen, 600 Münzen. 600, 600, 600. Jawohl, da haben wir einen guten Deal gemacht. Den können wir für 550 Münzen reinstellen. Da machen wir einen Gewinn von 250 Münzen. Und ich muss kurz was trinken, Leute. Sorry. So, jetzt geht's besser. Okay. Gehen wir einfach weiter in die nächste Liga. Das ist die belgische Liga. Und ja, da können wir auch wieder mit dem Verteidigerfilter das Ganze machen. Ich werde das jetzt nicht mehr so lange machen bei jeder Liga. Denn ich denke mal, das Prinzip habt ihr mittlerweile verstanden. Also ihr könnt auch wirklich immer wieder neu aktualisieren und einfach schauen, ob da wieder neue Spieler auf den Markt kommen. Das geht auch ganz gut. Natürlich kommen da nicht so viele Spieler wie bei Goldspielern, weil die halt eben, wie gesagt, nicht so häufig auf dem Markt sind allgemein. Und ja, das ist eigentlich die Methode. Ich versuche jetzt nochmal hier für 450, vielleicht ist da irgendwas dabei. Nur der hier hinten für 400, vielleicht bei 500, dass ihr da irgendwelche Außenverteidiger bekommt. Wie gesagt, eben Außenverteidiger sind wirklich mehr wert als die Innenverteidiger oder als die Stürmer oder als die Torhüter. Außenverteidiger sind bei den Squad-Building-Challenges allgemein immer die teuersten Spieler. Das könnt ihr euch einfach mal merken als Grundregel. Und ja, dann versuchen wir das Ganze jetzt hier nochmal mit allen Spielern. Vielleicht finden wir da was für 300 Coins. Ja, okay, einen rechten, ja, obwohl der war da vorne auch nochmal, den Stürmer hier vielleicht, nee, nicht wirklich, aber in den könnte man investieren, nee, der ist nicht beim Afrika Cup dabei, da habe ich mich vertan, sorry, ich hätte gedacht, dass man in den Spieler investieren kann, weil er beim Afrika Cup dabei sein wird, aber ob der Afrika Cup überhaupt kommt, ist natürlich auch nicht sicher, also das kann ich euch auch nicht versprechen. So, ich versuche jetzt mal einfach hier zu snipen. Und versuche, ob das geht. Also ich teste das Ganze jetzt auch ein bisschen, um euch eben zu zeigen, ob das eher gut geht oder eher nicht so gut geht, damit ihr das nicht selber testen müsst. Und ja, wir snipen hier einfach mal, gehen hier bis circa, ja, 4000 oder so hoch oder 5000, probieren wir einfach mal. Was ich dann ganz gerne mache, wenn das nicht funktioniert, ich gebe bei Minimalpreis 150 ein. Ich habe da irgendwie das Gefühl, das geht dann besser, aber ja, das ist wahrscheinlich auch nur so eine, keine Ahnung, so ein ja, das geht wahrscheinlich gar nicht wirklich besser, also das ist wahrscheinlich nur so eine Einbildung von mir. So, wir probieren es bis 6000 und okay, das geht nicht so gut. Das ging bis vor zwei Tagen oder so noch richtig, richtig gut. Okay, bei den Belgiern haben wir jetzt nicht so viel Glück gehabt oder bei der belgischen Liga. Ihr könnt das natürlich auch alles mit Erbieten machen. Also für die, die jetzt dran geblieben sind, die haben jetzt nochmal was Gutes mitbekommen. Also ihr könnt das wirklich auch hier erbieten. 200 Münzen,
Dann, ja, den hier können wir auch für 250 erbieten. Also da könnt ihr wirklich eigentlich überall schon 250 Münzen drauf bieten, ne? Und ja, das könnt ihr eben auch, wie gesagt, machen. Denn manche Spieler sind schon ziemlich viel wert, weil sie eben bei einem bestimmten Club spielen. Und man braucht ja die Spieler von jedem Club und deswegen geht das auch richtig gut. Okay, dann machen wir weiter mit der russischen Liga. Und ja, da gehen wir auch hoch auf 300 und gehen einfach mal nach hinten. 16. Minute, 34. Schauen wir mal weiter. Okay, da war kein seltener Spieler dabei, aber vielleicht einer bei der 59. Nee, schade. Schade, wir können aber runtergehen auf 200. Okay, da gibt es keine. Da könnte man auch snipen, theoretisch. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zu den Verteidigern. Das funktioniert ja ganz gut, wie wir wissen. 400, ja, der ist sicher was wert, denn der ist selten. Obwohl, ganz sicher natürlich nicht, aber der könnte schon ein bisschen mehr wert sein. Ja, 650, den stellen wir einfach mal rein für 600 Münzen. Der wird sich verkaufen nach, ja, 1 bis 2 Stunden. Und ja, Freunde, das ist eigentlich wirklich leicht. Da könnt ihr echt schnell Coins machen. Und ja, vor allem, das könnt ihr dauernd machen. Also das ist jetzt wirklich, bis die Squad-Building-Challenges aus sind. Und ich glaube, die laufen gar nicht ab, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich probiere das Ganze jetzt nochmal mit Mittelfeldspielern, vielleicht geht das Ganze auch, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz so sicher. Ja, obwohl der hier wirkt interessant, der hier wirkt sehr interessant, der hier wirkt sehr, sehr interessant. 400 Coins, da war ein Gebot für 450, also ihr könnt auch wirklich euch durchtesten und durchprobieren, ob ihr da irgendwas Gutes findet. Da habt ihr gerade gesehen, da war ein Gebot für 450 Münzen und ja, 1000 Münzen war jetzt das günstigste bis jetzt vom Sofortkaufpreis her. 1000 Münzen, 850 merken wir uns, 900, okay, den haben wir tatsächlich jetzt für 400 bekommen und können ihn für 800 Münzen reinstellen. Das ist wieder ein Gewinn von 400 Coins und das ist doch schon mal richtig nice. Der hier könnte auch was wert sein, habe ich mir gedacht. Ja, und den nehmen wir auch direkt mit, denn der kostet nur 300 Münzen. Wieso sollten wir den nicht mitnehmen? Da gehen wir jetzt nicht wirklich lange auf den Preisvergleich, das sehen wir schon, der ist so circa, ja, so circa eben so, ja, 500 Coins würde ich sagen, ist der wert und den stellen wir einfach für den Preis rein und da machen wir auch einen soliden Gewinn von 200 Münzen. Also ihr habt gerade gesehen, mit diesem Dumbia gerade haben wir einen mega guten Gewinn gemacht. So, bei den Stürmern schauen wir jetzt auch noch kurz rein, ob da vielleicht irgendwas Gutes dabei ist und da, nee, der nicht, der könnte was wert sein, nee, schade. Schade. Obwohl, der könnte was wert sein für 200 Coins. Ja, obwohl, den hätte ich... Zum Glück habe ich ihn jetzt nicht gekauft. Ich glaube, der ist auch nichts wert. Ne, den gibt es viel zu oft, weil das ist ein Russe. Den gibt es leider viel zu oft. Okay, das hat sich jetzt irgendwie falsch angehört. Das ist ein Russe, den gibt es leider viel zu oft. Das war natürlich nicht so gemeint. So, dann gehen wir weiter in die türkische Liga. Probieren da jetzt nochmal unser Glück, sage ich jetzt einfach mal. Für 250 Coins schauen wir, was es da so gerade gibt. Gehen wir nach hinten. Das schaut schon gut aus. Ah, wer könnte da was wert sein? Ich weiß nicht. Der vielleicht. 250. Ja, 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 ja. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir direkt mit. Also, es ist wirklich eine leichte Methode. Es ist wirklich eine sehr, sehr leichte Methode. Und ich wollte noch mal kurz was sagen zu der Facecam. Die wird wahrscheinlich jetzt erstmal doch nicht kommen, weil ich halt jetzt im Moment noch ein bisschen krank bin. Und ich habe halt keine Lust, mich so vor die Kamera wirklich zu setzen, außer für Streamen. Also, wenn ich nicht unbedingt streame, dann möchte ich mich nicht unbedingt vor die Kamera setzen. Ja, dann probieren wir das Ganze jetzt noch mit den Verteidigern in der Super League. Und da nehmen wir den hier direkt mit, weil der nächste ist bei 350, das heißt, der hier muss mindestens 350 Münzen wert sein, beziehungsweise mindestens 400 Münzen. Und wir sehen das hier schon, 500, ja okay, den können wir für 450 gleich reinstellen. Da wird sich nicht mehr viel ändern, aber es ist immerhin auch ein Gewinn von 200 Münzen. Ne? Und ja, das ist die Methode, ich sag's jetzt schon zum 5. Mal, dass das die Methode ist, aber ja, ich weiß gerade nicht, was ich labern soll, wenn ich ehrlich bin. So, dann schauen wir noch die Mittelfeldspieler nach. Mittelfeldspieler, ja, 200, okay, das ist nicht wirklich sehr lobenswert, wen wir hier finden. 200 Coins als Stürmer, 250, okay, da gibt es nur diesen einen Spieler. Vielleicht gibt es aber auch einen höher gerateten, der mehr wert ist. Ja, zum Beispiel der hier. Aber, nee, der ist nicht wirklich gut, glaube ich, also das ist kein guter Deal. Und ja, ich habe irgendwie so viele Ligen jetzt überblättert, unabsichtlich. Welche Ligen waren denn da noch? Da war die Eredivisie war auf jeden Fall noch. Ja, die Eredivisie. Ich habe jetzt nicht jede Liga gemacht, ich habe das jetzt irgendwie ein bisschen verpeilt, aber ist ja alles halb so wild. Wir schauen jetzt noch bei der Eredivisie nach.
Der hier könnte was wert sein. 300. Ja, den nehmen wir einfach mal mit und stellen ihn für 450 rein. Okay, der wurde uns gerade weggekauft. Das wäre also ein guter Deal gewesen. So, für 200 Münzen gibt es gar keine Spieler in der Eredivisie. Für 250 allerdings schon. 59. schauen wir wieder. Und den könnten wir direkt mitnehmen. Der ist was wert. Den nehmen wir mit. Der Torhüter ist nichts wert. Der ist auch nichts wert. Der ist da vorne nochmal. Also da haben wir vielleicht jetzt einen guten Deal gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir gehen auf den Preisvergleich. Den haben wir für 250 gekauft. 1000 ist hier das günstigste. 800. Jawohl. Das sieht nach einem guten Deal aus. 800. Also 750 machen wir, um den auch wirklich halbwegs schnell loszubekommen. Das hat sich gerade auch schon irgendwas verkauft, also das Ganze funktioniert auch wirklich gut. Verteidiger, snipen, vielleicht geht das bei der Eredivisie, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Probieren wir es einfach mal kurz, schaden kann es ja nicht, okay, das funktioniert nicht allzu gut. Welche Ligen waren jetzt nochmal? War die polnische Liga auch dabei? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht, nein, die war glaube ich nicht dabei. Welche war denn noch? Mann, ich bin gerade mega verplant. Welche war denn noch? Die Liga, war auf jeden Fall noch. Die Ligue 1 war noch dabei. Die haben ja, da gibt es ja Lacazette zu gewinnen. Ja, die sind auch gestiegen natürlich. Vor allem, weil es eben die Ligue 1 ist. Oh mein Gott, die sind richtig gestiegen. What the fuck? 650 haben wir gesehen. 600 Coins. Jo, okay, da ist jetzt kein Deal dabei, leider. Aber ihr seht es, die Ligue 1 ist auch eine gute Liga, um das Ganze hier zu machen. Gehen wir mal so und schauen, ob es da was gibt für 300 Coins. Ja, das sieht gut aus. Ist das ein Schnäppchen? Ich weiß es nicht. Nein, leider nicht. Leider nicht. Aber wir können das Ganze nochmal refreshen, sage ich einfach mal. Und immer wieder schauen, ob da vielleicht was Neues raufkommt. Was Neues, was man da gut mitnehmen kann. Gehen wir mal hoch auf 350. Vielleicht finden wir da eher was. Leider nicht. Okay. Schade. Vielleicht ist jetzt bei den Verteidigern was dabei, also so trade ich eigentlich meistens, also dass ich das einfach aktualisiere immer wieder und dann eben schaue, ob da was Gutes dabei ist. Bei den Stürmern, die werden natürlich günstiger sein, aber ja, da kann man auch mal so schauen. Okay, das sieht richtig gut aus. Nee, schade, der ist auch nicht so viel wert. Ein linker Flügel, der könnte was wert sein. Nee, schade, der ist auch nicht so viel wert. Der ist leider auch nicht so viel wert. 500 Coins, gehen wir mal runter. Schade, da ist auch nichts dabei. Aber wir können nochmal bei den Verteidigern schauen. Mittelfeldspielern. Vielleicht kommt jetzt was bei den Mittelfeldspielern raus. Bei der 59. ist leider auch gerade nichts dabei. Schade, also mit der Ligue 1 geht es gerade im Moment nicht so gut. Ich schaue jetzt nochmal kurz nach, welche Ligen das alles waren. Ich möchte wirklich eigentlich jede Liga kurz durchgehen. Und zwar Eredivisie haben wir. Liga NOS hatten wir glaube ich eh auch. Okay, wir haben glaube ich eh alle, oder? Haben wir eine vergessen? Ich weiß gerade nicht. Aber ich denke, wir haben alle gemacht. Wahrscheinlich habe ich eher eine vergessen, aber alles halb so wild. Also ihr wisst, wie die Methode funktioniert. Und ich schaue jetzt nochmal kurz auf die Transferliste, wen wir hier verkauft haben. Und ihr seht das schon. Wir haben hier wirklich direkt ein paar Spieler verkauft und ein paar sind natürlich noch auf dem auf der Transferliste. Also das ist eigentlich eine Methode, die wirklich jeder machen kann zu jeder Zeit. Wann er will, wo er will und wie er will. Und ja, Freunde, das war es eigentlich jetzt auch schon mit dem Trading-Tipp. Heute mal etwas ausführlicher. Und ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hier ist der Beweis, dass das Ganze auch funktioniert. Und ich finde die Methode eigentlich ziemlich solide. Man macht natürlich nicht die meisten Coins, aber für Leute, die wenige Coins haben, ist das eine starke Methode. Und ja, Freunde, dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Checkt gerne noch den ersten Link in der Beschreibung ab. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars. Kurzer Input zum Ende nochmal, und zwar habe ich die Beobachtungsliste jetzt gerade angesehen und da bin ich drauf gekommen, dass wir wirklich 3 von 5 Spielern bekommen haben, und ich versuche jetzt einfach mal die reinzustellen, schaue für wie viel die weggehen. Also das ist schon auch richtig nice, den haben wir für 200 gekauft und der ist einfach mal 900 Münzen wert. What the fuck, Jungs, also das mit dem Bieten geht eigentlich fast besser als das mit dem Sofortkaufpreis. Den können wir einfach reinstellen für 850 Münzen. Das ist einfach mal ein Gewinn von 650 Münzen. Natürlich müsst ihr die EA-Steuern noch abrechnen, aber das ist ja nicht allzu viel. Und den hier haben wir für 250 Münzen erboten. Jungs, der ist einfach mal, wartet mal kurz, 2000 ist hier das günstigste. Der ist einfach mal 1900 Münzen wert. Und den stellen wir jetzt rauf für 1600, dass auch schnell gekauft wird.
Und das ist der letzte Spieler, den haben wir auch für 200 gekauft und das seht ihr auch schon, der ist wieder mehr wert. Den stellen wir für 400 Münzen auf den Transfermarkt. Oh mein Gott, also das habe ich jetzt gar nicht mal so beachtet am Ende, aber das ist wirklich eine nice Methode mit dem Bieten. Okay, da hatten wir echt richtig Glück, da haben wir 3 von 5 Spielern bekommen, also das könnt ihr auch wirklich machen, vergesst das nicht, auf die Spieler auch zu bieten und dann war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA All Stars.